Lage ist, deswegen werde ich das Falzbrett mal kurz nehmen, auch wenn das immer so flackert. So, mit diesem Goldstück werde ich ja gleich arbeiten, beziehungsweise was zeigen, besser gesagt. Und zwar geht es mal wieder um Rosetten, aber diesmal in anderen Formen. Ich habe da ein bisschen was ausprobiert gehabt. Und zwar ging es mir eigentlich um diese hier, um diese Rosette, also um diese Form ging es mir, ums Herz. Ich finde die so schön. Ich habe die jetzt nicht weiter geschmückt, sondern einfach nur ganz neutral gelassen. Also habe ich einmal diese Form hier, das Herz, und dann gibt es einmal den Stern. Hier ist mir leider, dass die beiden sind mir ein bisschen eng aneinander geraten. Deswegen sieht das ein bisschen seltsam aus. Normal kommt hier ein bisschen mehr Abstand. Immerhin mein erster. Aber ein Rosettenstern. Und dann gibt es noch Sternform in hier. Sternform, Herzform. Wie man sieht, ist da in der Mitte ein kleiner Shaker. Warte mal, ich mache das mal ein bisschen anders. Ich hole das mal was tiefer. Dann sieht man das drumherum nämlich nicht so. So, einmal eins mit Shaker-Fenster in der Mitte. Jo. Wenn man das den Heißkleber richtig in die Rillen reinlaufen lässt, dann kann man da auch kleine Perlen machen. Habe ich aber nicht. So. Das ist ein Herz mit Schüttelfenster. Und dann gibt es das natürlich auch nochmal in Sternform mit Schüttelfenster. Und das sind meine ersten, also das ist von jedem. Kann man natürlich noch andere Sachen reintun, das ist jetzt nur so Beispiel, ne? Und das ist nochmal ein Herz in groß, und da wollte ich zeigen, das habe ich extra nicht geklebt, damit ich zeigen kann, wie ich das gemacht habe. Hier ist einfach nur Folie drauf geklebt, das sieht man, ne? Ja, genau, ein paar Schüttelshakys rein, Folie drauf, fertig. Und das ist auch nicht ganz rund, das ist eher so wie so ein etwas sehr breit geratener, nicht so spitzer Wassertropfen. Dann habe ich noch zwei andere. Das ist auch noch mein Herz. Und das hier, das finde ich am schönsten, das ist auch eigentlich noch mein Herz. Und zwar aus der Restform. Zeige ich gleich und erkläre ich gleich noch mal ein bisschen. Also hier ein Herz. Und das andere Herz. Und aus den Resten, die über waren, habe ich mir zwei kleine Mini-Rosetten gemacht. Und die sind auch eigentlich ganz, ganz einfach zu machen. Und der Streifen ist da 6 Inch lang. Ja, und ich glaube, der ist auch nur mal sehen. 5/8 breit. Ja, habe ich zwei Stück gemacht. Zwei klein. Und das war's eigentlich. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich die Rosetten quasi hergestellt habe. Dafür packe ich das hier einfach erstmal alles beiseite. Damit das hier nicht wieder so abgelenkt wird, ne? Und dann wollen wir das mal wieder nach oben machen. Geht los. So, das Brett und ich sind ja nun nicht so die besten Freunde. Fangen wir an mit einem Herz. Also, was wir brauchen, sind Papiere, die wir mal dafür natürlich ohne
ne, ohne Löcher, die wir dafür benutzen wollen. Und da schneiden wir uns einen Streifen. Ein Streifen. Meine Streifen sind immer 30 cm oder 12 Inch mal 1,5 Inch. Also das ist mein Lieblings mein Lieblingsstandard oder wie man das auch immer nennt. Auf jeden Fall brauchen wir da so einen Streifen für. Den falzen wir bei 6 Inch und klappen den schön zusammen. Wenn wir das getan haben, dann müssen wir uns ein Stück Papier oder Pappe nehmen und uns sowas hier aufzeichnen. Ich leg das mal hier hin, dann sieht man das, glaube ich, viel besser, als wenn ich es in der Hand halte. Also das müssen wir uns aufzeichnen. Und ausschneiden und behalten, das ist dann unsere Schablone. Diese Schablone setzen wir immer an der geknickten Seite an. Die Beule mit diesem Teil immer an der gefalzten Seite wird hier angelegt. Angezeichnet und dann einfach nachschneiden. Wenn wir nachgeschnitten haben, sieht es so aus. An der geklappten Seite. So. Und diese mittlere Falz, die legen wir bei 6 Inch an. Falzen hier nochmal nach. Ja, 6 Inch. Und jetzt machen wir alle 1/4 Inch ein Streifen. Ein Streifen ist gut. Falzen wir das. Ja. Man kann es auch ohne Brett machen. Da nimmt man sein Schneidebrett dafür. Und da kann man das dann ja auch falzen. Es gibt ja dieses, nicht Schneidemesser, sondern dieses Falzmesser, sage ich jetzt mal. So, jetzt nach unten. Und wenn man gar kein Board und kein Schneidebrett hat, dann kann man das auch noch ganz anders machen. Das zeige ich gleich. Die Möglichkeit besteht auch. Und so wie ich euch das gleich zeige, habe ich, glaube ich, meine allererste Rosette auch gemacht. Mit Board oder Brett geht das natürlich viel, viel schneller. So. Fertig. Wenn ich jetzt kein Schneidebrett habe, dann lasse ich das so und zeichne mir auf der einen Linie, auf der einen Seite den Abstand an, den ich haben möchte, also quasi die Breite von dem Knick. Ne? Zeichne ich mir hier immer an, auf der anderen Seite genau das gleiche. Und dann nehme ich mir eine etwas weichere Unterlage, also eine Unterlage, die mir so ein bisschen nachgibt. Und ein Lineal und falzt das mit so einem Dotting-Tool immer von Strich zu Strich. Wenn das fertig ist, klappt man es dann in der Mitte bei irgendeinem dieser gefalzten Linien, legt dann die Schablone an, zeichnet nach und fertig. Nachgezeichnet und dann kann man es auch knicken ohne irgendwelche Board. Und dieses Teil hier oben, also was wir abgeschnitten haben hier, beziehungsweise was ich abgeschnitten hatte,
nicht wegwerfen. Denn das Teil, was hier oben dran ist, ergibt dieses Herz hier. Wo haben wir es denn hier? Ergibt dieses Herz. Genau. Ich habe es mal ausprobiert. Die anderen, also ich habe ja schon mehrere Herzrosetten gemacht. Das habe ich dann immer irgendwie weggeschmissen. Und vorhin dachte ich mir so, nee, komm, probier es mal aus, wenn du es zusammenklebst, wie es aussieht. Hier bleibt bei mir so ein ganz kleines Stückchen Überstreifen, den werde ich abschneiden, auf beiden Seiten. So, und das hier wird jetzt einfach nur noch gefaltet, beziehungsweise nachgefalzt. Was laber ich denn da? Das wird geknickt. Jo. Geht mal rund hier. Ich drücke das ab und zu immer mal gern zusammen. Und wenn dieser Knubbel zu lang wird, weil ich es nicht mehr halten kann, mache ich es eben so. Sag mal, ist es wahr? Und die letzte. So sieht das dann aus, wie eine schöne Ziehharmonika. Jetzt umgedreht und zusammengeklebt. Und dafür schneiden wir dann einsam Streifen ab. Weil wir hier Kleber drauf machen werden. Wie immer mein geliebter Actionkleber. Ich weiß, es gibt für viele bestimmt anderen, also ich habe hier auch noch gern, unheimlich gern diesen Bastelkleber von Uhu. Also da, den finde ich auch super toll. Das ist dieser hier. Also den finde ich auch ganz, ganz toll. Da kann man super arbeiten. So, und dann drauflegen. Und dann nehme ich ja immer, ne? Bei mir gibt es ja so ein super Hilfsmittel. Schön gerade draufkleben. Ich habe es nämlich nicht immer so mit gerade. Wer mich kennt, weiß das. Oder wer meine Videos kennt. Die berühmte Wäscheklammer. So. Das ergibt dann das Herz gleich. Ja, und während das hier trocknet, kann ich euch ja schon mal zeigen, wie ich das mit dem. Das sieht daraus, wird jetzt der Stern. So, da nehme ich mir dann auch einen Streifen. Genau der gleiche. 12 Inch mal 1,5 Inch. Nur der einzige Unterschied ist, ich lege ihn mir an. Und falz ihn mir bei meistens 5 Achtel. Nicht so doll durchdrücken, aber so ziehen, dass ich den Strich später noch erkennen kann. Also hier kann ich ihn noch sehen. Also er muss jetzt nicht unbedingt knickbar sein, aber so, dass ich ihn selber noch sehen kann. So, auf jeden Fall hier. Und dann drehe ich das Ganze nach da. Und mache hier auch wieder jeden ein Viertel durchziehen.
Dann gehe ich hin und zähle die gefalzten Streifen ab. 1, 2, 3. An der dritten Falz, ich hole euch mal was näher, glaube ich. Also dann zähle ich 1, 2, das hier ist die dritte Falz. Das hier ist die dritte Falz. Gehe ich mit der Schere hin und schneide das bis zu diesem Teil, wo ich mir die erste Präge, wo ich mir die erste Falz gemacht habe, diese Falzlinie, schneide ich ab. Dann drehe ich das gute Stück und zähle wieder 1, 2, 3 bis zur Falz, halte das schräg und schneide das rein. Und so mache ich das bis zum Schluss. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hatte ich noch nie gemacht. Bis jetzt habe ich immer nur 7 gemacht, weil ich brauche hier auch ein Stückchen zum Festkleben. Jetzt könnte man natürlich auch hingehen und von diesen Dreiecken, die man über hat, so ein Stückchen hier hinten ankleben, hier zum Beispiel. Würde ich mir das hier abschneiden. Und dann noch Falz. So, dann kann man die besser sehen. Und so. Das ist, wenn ich es mit 8 Zacken probieren möchte. Mir das hier hin. Und warte natürlich, bis das trocken ist. Ne? Wenn das trocken ist, wird dieser Schnubbel da oben abgeschnitten. So, einmal gerade und einmal schräg nach oben. Und dann falzt man das alles wieder hier so schön, wie man sieht, trifft das hervorragend da oben die Spitze. Das ist das Wichtige an diesem, dass es schön an der Spitze ist. Schön sauber geschnitten. Ja, dieses Zusammenknicken ist nicht unbedingt mein liebstes Hobby. Das ist aber auch eine schöne Beschäftigung, sag ich mal, wenn du jetzt zu Weihnachten da viele von diesen Sternen machen möchtest. Dann kann man sich das vorschneiden und falzen. Und beim Fernsehen gucken kann man das schön falten. Das habe ich nämlich auch schon gemacht. Mit den normalen Rosetten, mit den runden Rosetten halt. Ne? So. Ja, das mit den Falten, das ist so ein Ding für sich. Finde ich zumindest. Bin ja gleich angekommen. Als Kind, da weiß ich noch, habe ich das ganz anders gemacht. Da habe ich mir so ein großes Papier genommen und habe das auch immer so geknickt, ne? Und zum Schluss habe ich mir da einfach so eine Spitze irgendwie abgeschnitten. Ich weiß es gar nicht mehr so hundertprozentig. So. Jetzt habe ich hier noch so einen kleinen Schnupsel, mit dem ich das jetzt gleich festkleben kann. Kann ich das hier schön da festkleben.
Ich habe keinen Verlust, wollte ich jetzt gerade sagen. Das muss ich allerdings muss ich jetzt erstmal gucken, ob das überhaupt geht. Vom Knick her, ne? So, so. Das müsste dann so geknickt werden. Und der dann da drauf. So, geht. Da brauche ich dann die Wäscheklammer. Die mopse ich mir einfach vom Herz. Und auch hier schön gerade auflegen und festkleben. So, auftrocknen. Ich mache euch mal wieder runter. Hier ist das Herz dann mittlerweile getrocknet, hoffe ich mal. Dann haben wir hier so eine Spitze über. Da drehe ich das einfach um und schneide das von innen der Linie nach ab. So. Spitze weg. So, und das Frickelige ist ja immer, da dann das Zeug in Form zu bekommen, ne? So. Das hier, ich drücke jetzt mal ein bisschen brutal, ist das Herz. Jo, sieht man, ne? Und wenn man darauf achtet, dass die Spitze vom Herzen unten, ich sag jetzt mal, einen Berg hat und oben die Einkerbung vom Herzen ist der Tal, ist das Tal, sorry, dann ist das auf einer Linie und das Herz ist fertig. Man könnte es jetzt kleben, mache ich aber nicht. So, und wenn ich da einen Triple Shake reinmachen möchte, dann lasse ich das Herz einfach etwas lockerer, so. Und dann kann ich mir da einen Triple Shake reinbasteln. Also Heißkleber natürlich drumherum und dann die Folie draufgelegt. Am besten finde ich ist dann immer, wenn man wirklich zwei Hände hat zum Festhalten und ein anderer klebt diese Folie drauf. Aber da ich das nicht habe, hatte ich mir schon überlegt, mir vielleicht so einen dreieckigen Kasten oder irgendwas zu basteln, wo ich die reinlegen kann, sodass die Spannung dann drauf bleibt, aber ne? Also das wäre jetzt das Herz von der anderen Seite so, von der bunten Seite. Ja. Na, wofür Effekt ganz toll. So, ihr habt es gesehen, für eine Sekunde oder so, ne? Das ist das bunte Herz, das können wir beiseite legen. Und dann gibt es für die Sterne gibt es natürlich auch noch einen Trick. Also aus diesem Streifen hier mache ich mir zwei Sterne. Da habe ich mir einfach ein Viertel Inch breites Papier genommen. Es ist 12 Inch lang und diesen Streifen, den ich mir eben geschnitten hatte hier, wie er noch nicht zusammengefaltet war, habe ich mir hier angelegt, auf dieser Seite draufgelegt, also wie eine Schablone. Und wenn man das sieht, sieht man hier gerade gar nichts. Wartet mal. Sieht man da eventuell den Bleistiftpunkt? Ja, sieht man. Also da habe ich mir die Spitzen, ob innen oder außen, habe ich mir immer aufgezeichnet. Und da geht man dann einfach mit der Schere hin
Also da gehe ich dann einfach mit der Schere hin und gehe von diesem Punkt gerade zum anderen Punkt hoch und gerade zum Punkt wieder runter. So, und dann habe ich, wie man sieht, hier zweimal diese Sterne. Also ich finde das sehr hilfreich, vor allem wenn man wirklich viele machen möchte. Dann hat das schon was für sich. Man kann es auch mit einem Lineal und einem Cuttermesser machen, man kann es aber auch so einfach mit der Schere machen. Und das finde ich ist gar nicht so fummelig. Dann habe ich jetzt einen schmaleren Stern, den hier, und einen breiteren Stern. Mit breiter meine ich, der ist ein bisschen voluminös. Weil er hat hier einen längeren Hals oder wie auch immer. So, das war's. Dann habe ich jetzt hier zweimal einen Stern. Wenn mir das nicht gefällt, dass das hier so lang ist, kann ich das hier immer noch abschneiden. Dann habe ich da so einen kleinen Streifen, aus dem man auch eine Rosette machen könnte. Die ist dann aber mini, 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 mini. Ja, das war das, was ich zeigen wollte. Die Sterne. Ja, den gucken wir mal, ob ich den hier umgedreht bekomme. Das noch immer so nass ist. Mal sehen. Weil 8 hatte ich bis jetzt auch noch nie. Bei mir sind es immer 7. Also das wäre jetzt der Stern, wenn man daraus einen Schüttelshake macht. Und das ist der Stern ohne Schüttelshake. Ich versuche es mal in der Mitte festzudrücken, so dass man es sehen kann. So, da kann man hier, das sind natürlich 8 Stück, da muss man ein bisschen so zurechtfummeln. Aber es ist der Stern, ich lasse mal los. So. Das wäre der Stern. Das ist das Herz. Ja. So machen wir das. Unterstellen wir das sehr. Das ist übrigens das obere Teil davon, woraus dann dieses Herz entsteht. So. Und aus Resten entstehen diese klitzekleinen Mini-Rosetten. Die haben wir dann hier. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen ja, nicht Licht ins Dunkle bringen, aber so ein bisschen vermitteln, wie ich die Rosetten bastel. Und wünsche euch viel Spaß dabei. Also, das sind ja die, wo ich die Anleitung von gemacht habe. Und dann wollte ich euch mal zeigen, was ich so aus Rosetten mache, da ich ja auch sehr viele runde Rosetten mache.
Da gibt es eine ganz tolle Anleitung. Geht mal auf Bastelcafé Lübeck. Also sie hat da vor allem ja für Anfänger also richtig toll beschrieben und ja, eigentlich ist das nicht nur was für Anfänger. Ich finde, das ist für alle was. Ist ja immer irgendwie was Neues dabei. Auf jeden Fall hat sie wunderbar beschrieben, wegen den Papieren, welchen Größen, welche Maschinchen man auch noch so benutzen kann. Und ja, also für die runden Rosetten und so Grundlagen und sowas. Ja, schaut euch das mal an. Das ist richtig cool. So, da hatten wir ja also diese Rosetten. Jetzt wollte ich euch mal zeigen, was ich aus Rosetten eigentlich so mache. Und da ich ja mit dem Fuß umgeknickt war, konnte ich eben nicht so viel anderes Zeug machen. Wegen den Schmerzmitteln so konzentrationsmäßig. Also hatte ich dann massig Rosetten gemacht, allerdings in rund. Hier so ein paar. Ich habe mich nämlich jetzt durchgeschlagen, meine Lieblingspapiere zu verarbeiten. Und hier das habe ich mir bei Bastelcafé Lübeck abgeschaut. Das sind 1, 2, 3, 4, das ist aus Restepapier, aus Restestreifen habe ich mir das zusammengeklebt. Das sind vier verschiedene Streifen, die passen aber farblich ganz toll zusammen. So, der hier auch. Ups. Da ist genau das gleiche, auch vier verschiedene Stücke. Und ich habe immer dieses Actionpapier benutzt. Also das ist wirklich immer nur das Papier von Action, da ist nichts anderes. Und wie gesagt, so Lieblingspapiere habe ich verarbeitet. Die Farben finde ich so toll. Und ja. Einmal beiseite machen. Also das sind sozusagen die Rohlinge. Ich habe mir 62 Stück gemacht. Und davon sind erst diese hier mit Heißkleber rund geklebt. Die anderen sind alle noch, ich zeig's mal. Wo habe ich sie? Komm her, du Karton. Die anderen sind alle noch in diesem Zustand. Die müssen also alle noch geklebt werden. Und gemacht habe ich damit sowas hier zum Beispiel. Was Kleines, Niedliches. So richtig viel Deko habe ich eigentlich noch gar nicht drauf geklebt, weil je nachdem, wofür ich es gebrauchen kann oder möchte, so spruchtechnisch zum Beispiel, wird dann, also findet dann statt, wenn ich weiß, wofür ich es brauchen kann. Aber ich habe mir schon mal so ein paar vorgearbeitet. Und ich finde das ganz, 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 ganz niedlich. Hier haben wir dann so einen Stern. Und den finde ich auch ganz toll, den Frosch. Das sind übrigens die Action-Stempel. Also bis auf den Affen ist der auch von Action der Stempel. Oh, ich finde den so niedlich. Und der passt irgendwie auch hervorragend zu dem Untergrundpapier. Dann habe ich hier nochmal Action-Stempelchen verarbeitet. Und hier auch. Alles schon mal fertig auf Rosetten, halt ohne Sprüche. Bis auf das, weil das ist schon verplant. Eine Herzrosette. Die Rosetten muss man ja nicht immer an den Stiel kleben, man kann sie auch so verarbeiten. Hier ist auch nochmal klein und fein und schlicht. Und dann habe ich eine etwas größere. Das ist diese hier. Und da habe ich dieses Mädchen drauf und das ist komplett beglittert. Also da ist nicht mit irgendwelchen Glitzerstiften drüber gemalt. Nö, das ist hier ganz normaler, hier diesen, wo haben wir ihn? Ganz normaler Glitter hier. Ich habe also nicht vorher drunter gemalt, sondern diese Haare, das ist wirklich gelbes Glitter. Finde ich schön. Ist auch noch nicht mehr Deko drum, weil das für jemand gedacht ist, der dieses Video eventuell sehen könnte. Man weiß es nicht. Hier ist ein schlichtes Herz. Da habe ich einfach nur einen Stein in die Mitte geklebt.
Und dann habe ich hier nochmal so ein Sternchen. Und das ist, da ist ein Teddy drauf. Und es gibt also wirklich enorm viele Arten, diese Rosetten zu verarbeiten. Ich habe jetzt keine Schüttelshake-Rosette fertig gemacht, weil ich ja, ich brauche die gerade nicht. Aber das wär's, dann wären wir eigentlich durch. Schaut wirklich mal bei Bastelcafé Lübeck rein. Die hat das richtig toll beschrieben. Und sie arbeitet auch mit dem dünnen Papier, also mit diesem 15x15 Papier. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ich glaube aber schon. Aber ich finde, die sehen immer so toll aus, alle auf einem Haufen. Richtig schön. Hat was. So, dann wären wir damit also wirklich durch. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und vielleicht hat euch die Anleitung ja geholfen, diese Herzchen nachzumachen. Wenn nicht, einfach unten in die Kommentare fragen und alles Mögliche. Haut rein.